In diesem Video geht es um die manuelle Zuordnung. Die manuelle Zuordnung ist dann notwendig, wenn die automatische Zuordnung nicht richtig funktioniert hat. Dazu werde ich ein kleines Projekt anlegen. Die automatische Zuordnung war nun erfolgreich. Um nun in die manuelle Zuordnung zu kommen, klickt man einfach auf das entsprechende Objekt. Wir haben nun die Möglichkeit, bis zu 6 Punkte für eine manuelle Zuordnung zu setzen. Wenn ich weniger als 3 Punkte benutze, ist es immer noch wichtig, dieselbe Orientierung beider Objekte zu haben. Um weitere Punkte hinzuzufügen, halte ich die Steuerungstaste gedrückt und klicke dann mit der linken Maustaste den nächsten Punkt an. Dies war nur ein Beispiel für die manuelle Zuordnung. Dieses Feature kann man nach jeder automatischen Zuordnung in DentalScan benutzen.